So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Wieder mit meinem Gast, dem guten Sallyville. Jo, was geht? Ja, im letzten Part sind wir hier an das Kloster gekommen, haben schön Randale gemacht. Und jetzt gehen wir hier mal rein. Wenn ich da fertig kommen würde. Türsteher, wenn ich meint, hier so Ja, begünstigend klar. rein. So ungefähr. Ich halte mich mal fest. Und er wird weggefetzt. Ihr füllt den Postcode nicht. So, dann gehen wir rein. Schrein an der Schlucht. Ja, und wir nähern uns immer schneller dem Ende vom Spiel. Die heilige Halle. Ne, da ist mein Lagerfeuer. Dann kann ich nämlich meinen Bogen wieder upgraden, wenn sie jetzt nichts zu labern hat. Ne, hat nichts zu labern. Ausrüstung, Bogen. Ich könnte zwar auch explosive Pfeile nehmen, aber ich nehme die durchdringenden Pfeile. Aufgeladene Schüsse durchschlagen Panzerung und können so mehrere Ziele treffen. Das ist geil. Gerade bei den Gegnern jetzt, wenn ich da noch einen Bogen Ja, benutze. ist auf jeden Fall besser als die Ich Explosive. könnte zwar auch noch. Ich könnte mir zwar Napalm holen, aber. Ja, großflächigen Brand will ich jetzt auch nicht haben, sonst renne ich da am Schluss selbst rein. So, jetzt habe ich die, auf Englisch heißen die Penetrating Arrows. Da habe ich erstmal voll falsch gedacht. Kann ich da noch was upgraden? An meinem Gewehr. Ja. Penetrating. Großraummagazin. Ach komm. Scheiß drauf, Großraummagazin. Für meine Magnum-Pistole. Und das war's. Bogen habe ich ja noch. Dann gehen wir hier mal weiter. Danke, wer der Boss ist. Und hua! Wunderschöner Raum, nicht? Ja. Da hinten muss ich rein. Ja. Muss erstmal gucken, wie was war. Okay, das kann ich gleich mal lassen. Weil das mir jetzt gerade nichts bringt, wenn ich das mache. Ist man nämlich da. Obwohl, war hier unten nicht was versteckt? Gut, dass ich mich noch an sowas erinnere. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Kannst du du Begräbnisruine? Ja. Okay. Nee, Begräbnisurne. Wie komme ich auf Ruine? Da Urne. gibt es manchmal, wenn du sowas findest, gibt es noch einen versteckten Hinweis. Da musst du die einfach mal so ein bisschen drehen, gucken, was da ist, und dann erzählst du nochmal was dazu. Okay. So, ja. Hier habe ich dir, ich habe dir mal erzählt, dass der Zopf da, wo sie hat, auf höchster Haartextur die Strähnen einzeln sind. Und das habe ich in dem Raum mal ausprobiert. So, das lasse ich jetzt offen. Weil es einfach schön ist, die Stacheln so zu sehen. Dann hole ich erstmal den Käfig da unten raus. Cage-Fight. Jo. So, da muss ich darüber. Also, wie ich mich erinnern musste, das Ding zu sein wieder. Gut, ich muss ja wieder zurückdrehen. Selber. Gibt's ja nicht. So. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das schon. Ja, hier musste ich mit meinem Bogen dran schießen, aber ob ich das von. Ich probiere es einfach mal von hier oben.
Könnte was bringen. Gibt's eine Kiste und ein Tagebuch oder so, eine Schatzkarte. Ja, komplette Karte vom Schrein. Hier gibt's nochmal extra Bergungsgut. Ah, so. Wieder rüber. Dort Lubel. Dann. Zack. Mein extra Tool. Und. Bam, Junge. Und noch einmal. Nee, das langt schon. Ich muss irgendwie darauf kommen. Das reicht schon. Das langt schon. Soll ich das so machen? Dann so. Wie weit ich springen kann. Theoretisch geht's so nicht. Okay. Alter, ich jetzt schon wieder nicht weiß, ob das Rätsel wirklich so ging. Aber es musste so irgendwie. Wenn du noch einmal mit dem Käfig dagegen ballerst. Ja, das gehört schon so richtig. Wie ich das mit dem dran ballern hab. Aber das könnte schon sein, dass ich den nochmal ranziehen muss. Damit ich aufspringe. Könnte was dran sein. Jetzt wo du das so sagst. Bin ja Hab ich mir nur so gerade gedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so. Weil dran springen geht ja so hier so beschissen und die Höhe passt jetzt, dass ich da dran komme. Nee, so klappt das für mich auch nicht. Wie war's dann gedacht? Oh Gott. Die Spitze ist da ab. Und jetzt. Kann ich hier was machen? Nee, das war ja kaputt. Das habe ich jetzt kaputt gemacht dadurch. Das ist jetzt wieder ein schöner Spaß. Eine schöne Scheiße. Warte mal, ich lass nochmal runterknallen. Bringt mir auch nichts. Ich probiere mal was. Schön durch die Leichen hier durch. Durch das Fleisch. Geil, jeder wirklich. Jetzt krieg ich Hunger. Jeder normale wird hier das Kotzen kriegen. Ob ich. Nee. Ich dachte nämlich, ob ich da vielleicht dran springen könnte. Jetzt, wo ich so die ganze Leichen hier sehe, krieg ich voll extrem Hunger. Sally will ist ein Kannibale. What's up? Jeder hat doch bestimmt mal das Verlangen, dann auch mal das zu probieren. Warte mal. Ich warte. Das so? Nein. Obwohl, das schwingt gerade. Nee. Vielleicht kann ich es auch von oben machen. So, während es so fliegt oder so schwingt, kann ich nicht drauf springen, oder? Das müsste ja theoretisch, schätze ich mal, weiter oben sein. Ich versuche mal, ob ich das irgendwie so schaffe. Ups, so. Okay. Den Sprung schaffen. So muss das.
Jetzt haben wir's. Aber ich habe wenigstens nicht so lange gebraucht wie beim ersten Mal. Das ist schon mal ein Vorteil. Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Das sieht aber nice aus. Sie erhält seine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Oh, die schönen Lippen. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Aber hier so die Lara Croft kann man mit denen von den ersten Teilen gar nicht vergleichen. Ja. Ich denke mal, die wollten damit so die Anfänge zeigen, wie sie dazu gekommen ist, das zu machen. Sam, ein Gefäß für die Seele. Das denke ich auch. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Jo, dem Wahnsinn bereiten wir auch ein Ende. Hier liegt noch was, ein Tagebuch. Ich habe keine Wahl mehr. So, wie ich schon bei den vorherigen Parts immer gehandhabt habe, das könnt ihr lesen, weil ich habe keine Lust, das da ewig durchspielen zu lassen. Und ja, da haben wir jetzt die 9. von 10 alten Schriftrollen gefunden. Hoshi, ein Ende. Hoshi ist etwas Schreckliches widerfahren. Ich habe das Gefühl, dass ich dem gleichen Weg folge. Hoffentlich schaffe ich es, genauso tapfer zu sein wie sie. Ja, könnt ihr aber immer durchlesen. Und jo. Dann machen wir hier einfach weiter. Da hätte ich schon ein paar Parts mehr, wenn ich das durchlaufen lassen würde. Oder zumindest mal einen, schätze ich. Ja, dann klettern. Was laber ich? Wir klettern nicht. Wir laufen hier durch. Tagungsgut. So die könnte locker einen Marathon mitlaufen. Ja, klar. So viel wie die auf der Insel schon gelaufen ist. Wenn du jetzt, wenn sie oh, kein Zurück mehr. Nach diesem Lager ist schnelle Reise für, ist nicht mehr möglich. Oh, das heißt nichts Gutes. Obwohl, das heißt doch was Gutes. Das heißt, wir sind kurz vorm Ende vom Spiel. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Banchang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach hier? Wieder sowas Altes. Banchang. Ja, das findest du überall. Ist halt verschieden, was die da haben. Ja, nach dem Lagerfeuer gibt's kein Zurück mehr für uns. Und... ja. Wenn du jetzt vergleichst die Lager von jetzt mit der von vom Anfang, das ist ein krasser Unterschied. Am Anfang war die so richtig ängstlich und alles und wollte niemanden umbringen. Und ja, auf einmal ist es ja ganz schön kalt. Die Musik ist ganz schön laut. Zikurat der Königin. Boah, das wird heftig noch. Dann gehen wir hier weiter. Oh. Und da oben ist das Ende. Ganz da oben. Kann ich schon mal sagen. Da ist der Final Showdown. Boah, was ein Wind, ey. Aber es brennt schön. Matthias und Sam. Warum tun sie das, Matthias? Denkst du wirklich, du bist hier die Heldin, Lara? Bei mir geht es immer nur ums Überleben. Wie viele Leben hast du aus gleichem Grund genommen? Hier gibt es keine Helden. Nur Überleben. Ja, Matthias, wie viele Leben hast du genommen? Sehr gefährlich, Matthias. Sie ist zornig. Oh, Himiko ist wütend. Und das Mädchen, was er da in der Gewalt hatte, das ist unsere Freundin Sam, die durch das Ritual, was sie mal durchgeführt haben,
Auserwählt wurde für die neue Hülle für die Königin Himiko, die hier voll die Stürme verursacht und alles. Und das Ritual, was sie gemacht haben, das war, die haben Mädchen genommen und so an einem Pfahl gehängt und haben die angezündet. Und außenrum um die alles angezündet. Krass. Und die, die es überlebt hat, die wird dann das neue Gefäß von der. Okay. Und viele haben freiwillig ihr Leben dafür gegeben. Um für Himiko das neue Gefäß zu werden. Und ja. Himiko führt eigentlich nur noch ein Halbleben. Das, so wie es da eine Kommandant von ihrer Sturmwache mal gesagt hatte. Eine Seele in einem verwesenden Körper gefangen. Oder eine Seele gefangen in einem verwesenden Körper. Das, ach nee, das muss ich ja rüberziehen, genau. Kranke Story. Und... kranke Story. Lara hat halt die Idee, wenn Himiko jetzt ja befreit wird, hören die Stürme endlich auf. Kann die Glocke mal weg da? Die nervt mich ein bisschen. So, dann wir. Hier komme ich nicht weiter, also muss ich da irgendwo dahin. Das muss ich jetzt leider so machen. Sehr sicher. Extrem sicher, ne? Wow. Läuft bei dir. Ja, musste ich. Lara, halt dein scheiß Gleichgewicht darüber. Bei so einem Wind sag ich halt dein scheiß Gleichgewicht. Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Alles klar, meine Freunde werden auf mich warten. Die hauen nicht ohne mich ab. Die einzigen, die da noch überlebt haben, sind das Mädel da, was da hat. Ich und die zwei auf dem Boot. Die wohnen noch auf dem Schiff waren, wo wir da gestrandet sind. Das war... Warte, lass... Boah, Alter, war das jetzt knapp. Okay, ich bin tot. Lass ich mir mal überlegen. Roth ist tot. Der ist tot. Den Typen, den die Ninjas gekillt haben, das waren schon drei. Alex ist auch tot. Also sind wir schon bei vier. Ja, ich glaube, vier von den Leuten, wo noch mit uns gestrandet sind, sind gestorben. Das. Verarsch mich nicht, Mädel. Und hier hoch. Und hepp. Übelste Effekte hier. Ich nehme ja, was ich kriege. Meinen Pfeil da einschlagen zu lassen. Ja, schlecht, finde ich. Glück ja. Also ich denke mal, ja. Zikkurat-Vorraum. Der legt nochmal überall Munition rum. Und ich platziere mich jetzt nochmal an das Lagerfeuer hier. Gut, die Zeit ist jetzt eh schon fast rum. Dann würde ich nämlich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wo wir hoffentlich jetzt zum Final Showdown kommen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ja.